es ist vorbei. Aber Lea, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Wir lieben uns doch. Lea, schau dich doch bitte mal an. Lass mich in Ruhe. Kannst du bitte irgendwas sagen? Irgendwas? Wenn alles, was ich gesagt habe, habe ich zu 100% ehrlich gemeint. Und es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Es tut mir leid, dass ich dich in diese ganze Geschichte mit Frank reingezogen habe und du am Ende sogar noch ins Kreuzfeuer geraten bist. Das wollte ich niemals. Aber das ist alles vorbei. Es ist vorbei. Also willst du wirklich alles, was wir uns aufgebaut haben, alles, was wir haben, willst du das wirklich alles einfach so wegschmeißen? Weißt du was, Lea? Wir sind echt ein super tolles Team gewesen. Bis du dich geändert hast. Die Lea, in die ich mich verliebt habe, ist nie von Rachsucht und Hass besessen gewesen. Du hast mich angelogen. Du hast mich bewusst angelogen. Ist dir das klar? Für was? Für was hast du das alles gemacht? Für Geld und Rache. Es freut mich zu hören, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber Lea, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ben, bitte geh nicht. Ben, bitte hau nicht ab. Somebody tell me, please, why am I feeling weak? You can't seem to hold me. Summer, winter breeze, no feeling in my feet. Long ago I made us roam free, but it's too late for me. Mausi. Geht's dir ein bisschen besser? Nein. Mir geht's aber beschissen. Ich hab was für dich. Leo hilft es immer. Was ist das? Das sind Süßigkeiten. Oh, Lea, ich brauch keine Süßigkeiten. Die scheiß Süßigkeiten, die helfen mir bei meinem Problem auch nicht, okay? Und bringen Ben auch nicht wieder zurück. Ja. Es tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint. Ich bin einfach nur durcheinander. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich weiß einfach gar nicht. Ich wollte das doch alles nicht. Ich wollte niemals, dass Ben irgendwas passiert. Ich wollte generell nie, dass irgendwas passiert. Ich hab's doch nie böse gemeint. Das weiß ich. Ich glaube, das braucht alles ein bisschen Zeit jetzt. Alles nur wegen diesem scheiß Rotzgeld, Alter, was keiner braucht. Ja, ja, ja. Dieses Geld hat alles kaputt gemacht, hat so Probleme mit sich gebracht. Ich muss noch mal mit ihm reden. Ich muss noch mal mit ihm reden. Das ist die Liebe meines Lebens, ich nehme das nicht einfach nur so hin. Willst du jetzt mit Ben reden? Ja. Das bringt jetzt aber nichts, denke ich. Ben braucht Zeit. Ja. In deiner Verfassung jetzt mit Ben zu sprechen, glaube ich, endet in einer Vollkatastrophe. Du kennst dein Temperament. Das bringt jetzt einfach nichts. Ja. Küss mich. Küss. Ja.
Wir sind da, okay? Schokolade hilft. Ist echt lieb von euch, aber ich kann gerade nichts essen. Nicht. Mann, ey, wie sie mich angesehen hat, als ich ihr gesagt habe, dass Schluss ist. Es tut mir einfach weh, zu wissen, dass sie leidet. Vielleicht habe ich es einfach übertrieben. Keine Ahnung, Mann, ist es klar, nach all dem, was passiert ist, müsste ich sagen, sorry, fuck it, und ich bin raus. Aber ich kann diese Gefühle nicht einfach so abschalten, es geht nicht. Vielleicht bin ich zu hart gewesen, keine Ahnung, vielleicht war es eine Fehlentscheidung. Auf gar keinen Fall, Ben. Du hast das Richtige getan. Guck mal, du hast mir ja noch nicht mal alles erzählt, aber das, was ich weiß, das reicht schon. Sie hat dir dreist ins Gesicht gelogen, dich hintergangen, dein Vertrauen missbraucht. Und was ist schon eine Beziehung ohne Vertrauen? Ganz ehrlich, auch wenn es hart ist, du hast das einzig Richtige getan. Hey, pass auf. Wie wär's, wenn du dich jetzt einfach mal ins Bett legst und dich ein bisschen ausruhst und so? Du bist noch nicht lange wieder aus dem Krankenhaus raus und die haben dich nicht ohne Grund eine Woche krank geschrieben. Das geht jetzt nicht. Ich kann mich nicht hinlegen. Es platzt mir noch der Kopf. Ja, aber wäre es vielleicht cool, wenn ich mit dir ins Vanity komme? Der Laden macht aber erst heute Abend auf. Und ich habe noch einiges an Orga-Kram zu erledigen. Ja, das ist doch egal. Hauptsache, ich bin raus hier. Okay. Aber nur, wenn du auf dich aufpasst. Mhm. Wenn ich schon schaffe. Ach, übrigens, Oscar hat heute seinen ersten Tag als Runner. Dann kannst du ihm dabei zuschauen. Oh Gott, hast du dir das gut überlegt? Er hat mich so lange angebettelt, bis ich quasi nur noch Ja sagen konnte. Mhm. Ja, viel Glück, würde ich sagen. Ne? Danke. Damit. Ich pack mal eben meinen Kram zu. Jo, mach das. Danke dir. Okay, aber wenn du jetzt noch ausgehst, wird mindestens der halbe Kuchen gegessen. Tust du mir einen Gefallen? Was denn? Du bleibst ruhig. Ich bin ruhig. Du hättest auch gerne bei Olli bleiben können. Alles gut. Hey. Hey. Du bist nur, sorry, das klang jetzt blöd. Ich wollte zu Ben. Ist er da? Nee, sorry. Ben ist ins Vanity gegangen mit Sam. Du, Lea, egal, was du jetzt vorhast, ich glaube, es ist nicht so eine gute Idee, wenn du da jetzt auftauchen würdest. Ja. Okay. Wollt ihr einen Kaffee? Nee, wir sind eh direkt wieder weg. Danke trotzdem. Ciao. 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 Ich rufe ihn jetzt an. Ich muss das mit ihm klären. Er muss uns noch mal eine Chance geben. Ich kann das so nicht auf mir sitzen lassen. Ja, du hast ich doch muss grade, mit ihm hast, reden. Du hast doch gerade Maike gehört. Was ist los? Ich wüsste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Am liebsten wäre es mir, wenn sie mich einfach in Ruhe lassen würde. Ich habe langsam die Schnauze voll von dem ganzen Scheiß. Er hat mich weggedrückt. Ist das sein Ernst? Boah, shit. Sorry. Das ist kein Problem. Tut mir mega leid. Ich. Oh, kein Problem. Scheiße. Kann ich da hinten auf die Toilette? Ja, klar. Ich muss mit ihm reden. Nein. Ich lass das so nicht auf mir sitzen. Lea, Ben braucht Zeit, bitte.
Ben will dich weder sehen noch hören. Lass ihn endlich in Ruhe. Hm. Hey, das war Sam. Das war Sam. Ist das sein Ernst? Schickt er jetzt wirklich Sam vor? Hä? Sie ist wahrscheinlich noch diejenige, die sich die ganze Zeit in unsere Beziehung zeckt. Und sie war wahrscheinlich auch diejenige, die dafür gesorgt hat, dass er mit ins Vanity geht, damit ich nicht die Chance habe, mit ihm zu reden und gar nicht auf ihn treffen kann. Weißt du was? Wir gehen da jetzt hin. Nein! Bo, doch, ich muss da hin. Ich muss es geklärt haben. Ich habe sonst keine Ruhe. So, danke dir, gell? Klar. Hör mal, ich muss dir was sagen. Was? Lea hat noch mal angerufen. Und ich bin drangegangen und habe ihr gesagt, dass ich dich in Ruhe lassen soll. Es tut mir total leid. Ich wollte nicht übergriffig sein. Ey, mach dir mal keinen Kopf, okay? Ich habe ja selber gesagt, dass ich nicht mit dir reden will. Wirklich? Ja, alles in Ordnung. Okay, Gott sei Dank. Geschafft? Ja? Hi. Hast du endlich, endlich deine Genugtuung? Hast du endlich das, was du wolltest? Hast es geschafft, mich bei Ben so schlecht zu reden, dass er wirklich sich sogar von mir trennt? Du bist das Allerletzte. Wirklich, schämst du dich eigentlich nicht? Sag mal, spinnst du? Sei mir nicht böse, Lea, aber das hast du ganz alleine geschafft. Okay? Ich kann da nichts für. Und jetzt lass mich damit in Ruhe. Du bist einfach eine kleine, intrigante Ratte und das machst du als wenn ich kenn dich. Es reicht. Sam hat nichts damit zu tun. Sind nicht immer andere schuld, auch wenn sie ständig recht hatte bezüglich deiner Haltung. Ben, bitte glaub das nicht. Ich appelliere an deinen gesunden Menschenverstand. Bitte glaub das nicht. Sie macht das alles mit Absicht. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten uns niemals getrennt, wenn sie nicht gekommen wäre. Siehst du das nicht? Hör mal zu, das ist meine Entscheidung gewesen. Meine. Und ich stehe dahinter. Ben, bitte gib uns noch eine Chance. Ich bin immer noch dieselbe. Du kennst mich doch. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich bin's. Ich bin deine Lea. Ich habe mich nie verändert. Wir lieben uns doch. Lea, schau dich doch bitte mal an. Lass mich in Ruhe. Ciao. Oh, Schatz. Du hast dich doch gerade beruhigt. Ich weiß. Ich kann dich nicht so nehmen. Der Spaziergang am Rhein hat doch echt gut getan, nachdem Ben mir eine Abfuhr verpasst hat. Aber jetzt, wo wir wieder hier sind, ist es einfach nur noch schrecklicher. Wie soll ich das ertragen? Das ist ein einziger Albtraum. Ich habe gar keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Ich kann mir ein Leben ohne Ben einfach nicht vorstellen. Das geht doch nicht. Schatz. Ich liebe ihn doch. Alles wird wieder gut. Du musst einfach, es muss ein bisschen Zeit vergehen. Vor allem Ben. Ben braucht auch Zeit. Mama, ich hasse mich einfach so. Guck mich an. Ich bin gleich wieder da, okay? Der Vertrag und der Schlüssel gehören dir. Und somit bist du offiziell Chefin von Lea. Ja, ich freue mich so. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr. Dankeschön. So, ihr Lieben. Sie wird nicht kommen, Jan. Da ist so ein Typ. Pass auf, ich zeig dir den Hinterausgang, dann kannst du ungesehen abhauen. Oh.